Ach, schon wieder ein Pokémon-Trainer. Oh, da muss ich aufpassen. Hey, sieh mal. Ich muss jetzt einmal nochmal zurück. Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Aber ist ja... Das ist was ist denn das hier für eine Strecke? Ich will aber auch keine Tränke kaufen, weil ich will auch noch ein bisschen später ein Fahrrad kaufen. Dann will ich mir vielleicht irgendwann will ich auch so einen Clan, einfach einen Clan machen oder so eine Gilde, einfach nur, weil ich es dann kann. Komplette Future will ich auch ausnutzen. Hallo? Jetzt leckt es wieder ein bisschen. Tausende von Tausenden. Und dass wir noch nicht rausgeflogen sind, ist ja sowieso ein Wunder. So, wir machen mal wieder weg hier. Exklavia, die haben wir, glaube ich, schon mal gesehen gehabt, ne? Aber warum sind hier so viele Spieler immer in den ersten Städten? Bin mal gespannt, ob wir dann wirklich, wenn wir... Ich weiß gar nicht, ob wir die noch sehen werden oder ob die sozusagen mit uns mitziehen. Na gut, 1000 Spieler ist schon eine ganze Menge. Aber vielleicht kommt es einfach nur so viel vor, weil jetzt hier 6, 7 Leute aufeinander hocken. Hm. Okay, haben wir. Machen wir uns an hier vorbeischleichen können. Einfach nur gucken. Ha, wir können es einfach. Was haben wir hier? 3... Mountain Moon Ahead. Na komm, wir lassen keine Trainer aus hier. Na komm. Will er mich verarschen? Ach, der kämpft gar nicht gegen uns. Oh. Ach, guck mal, hier ist ein Pokémon-Center. Oh, ist ein Witz. Oh, ist ein Witz. Hier sind gar keine Trainer mehr. Oh. Okay, ich habe keinen Wurf verstanden, aber hört schon stimmt alles. Was ist das hier für ein Loch? Kann man da was reinstecken? Das ist für ein komischer Stein. Ah, Zerschmetterer. Oder sowas in der Art. Warte mal, ich gehe mal kurz hier rein. Ich weiß nicht, wie es ist, ob der dann im... Magic Sharp Salesman. Kapador-Verkäufer oder sowas, ne? $1500 kaufe ich mir ein Ding selber. 1500, ja. Ich fange mir so ein Kapador selber. So, ich sichere es einfach mal so als Checkpoint, weil ich weiß nicht, ob wir sterben jetzt, dass wir dann halt an eine andere Stadt zurückgebeamt werden oder in nichts gelegener. Deswegen vorsichtshalber mal hier so, weil ich weiß es nicht. Ich hab so ein Gedächtnis, ne? Oh, wer ist das? Wer bist du hier? Ha? Hey, ein Nerd. Oh nee. Was ist das denn so? Aber 2000, ey, wir haben gerade mal. Jetzt wird's anstrengend. Oh, die müssen wir uns fangen. Reicht schon. 1, 2,
3, 4, 5. Yeah! Der Pokéball, unser Pokédex gibt schon ganz schnell. Oh, ein X-Bad oder was, ne? TM09. Okay. Oh Gott. Ich habe doch was ganz anderes gelesen. Oh, ein Kleinstein. Boah, was geht denn hier ab? Oh, ich glaube, ich bin im Himmel. Ja, war klar. Hyperzahn auf Steinbeiß. Oh, Rollout. Das ist die Attacke stark. Ich meine, die Attacke wäre stark. Ach ja, das sind alles normale Attacken. Kein Wunder. Ja, das tut nicht weh. Man weiß, wie das ist ein Pursuit. Aber bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Ich hab's ganz vergessen. Ah. Gut. Ja, Rollout. Rolle, rolle, rolle. So, Pokéball. Guck mal, wie sich alle wieder tummeln. Siehst du, dann denkt man wirklich nicht, das sind. Das denkt man, die alle waren hier auf einem Platz. Und. Yes, wir haben Kleinstein. Wir haben einen Kleinstein. Onix gibt's hier auch. Das aktualisiert sich noch. Zubat haben wir schon. Oh, es ist taubsägig tot. Ratzfratz. Ich meine natürlich, Zubat ist gleich sofort erledigt. Besiegt, nicht tot. Also das wisst ihr schon. Haben wir nicht irgendwie was zum Heilen? Egal. Die kriegen wir morgen wieder. So, voll live und so. Oh. Was willst du denn jetzt von mir? Jetzt komme ich mit Stein-Pokémon. Ey, krieg einen Affen. Oh, nice, perfekt. Nee, hör auf. Das ist einfach nur ein Trainer. Och, geschillt, ja. Geschillt, ja. So, Level 16, super. Level 17 gleich. Ja, für die Stärke wäre es. Oh, Stonert im Hintergrund. Nein, lass den Blödsinn. Oh, ne. Level 17, das ist super. Ich freue mich. Ich freue mich ganz doll. Ein Paralyse-Heal, also Heilungs-Dings. Wird es Sandan? Ein Hyperzahn auf den Sandan. Oh, ja, jetzt. Komm schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass der fehlschlägt, weil bei Zubat oder was es da war, hat der mal fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, ob die Attacke jetzt so 50-50 ist oder ob es einfach nur durch die Ice Tonic oder was das für eine Attacke war, einfach nur so passiert ist. Ey! Ey, guck mal, wie gemein! Ich muss aber die anderen auch noch leveln. Das machen wir noch. Oh, gleich wieder Level Up. Oh, das ist super. Das ist nice. Die sind auch schöne, starke Pokémon. Das gefällt mir richtig. Beware. Zubat ist ein Blutsauger. Ein Parasek. Dann machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal Quick Attack. Bitte nicht tot. Bitte nicht tot. Bitte nicht tot. Bitte nicht tot. Lebe! Yes! Kratzer. Das wird nicht so viel sein. Ja. So, noch ein Pokéball hinterher.
Aber wir sind schon ganz schön weit gekommen. Also man muss schon sagen, es ist schon... Ich muss vielleicht... Ich habe überhaupt mich hier zu verlaufen auf jeden Fall. So, wenn Quick Attack so viel abzieht ungefähr, dann machen wir Hyperzahn, müsste eigentlich ein One-Hit sein, oder? Yes, nice. Es können ganz schnell zum Parasect kommen, das ist super. Level 18, ja. Spinalrampage. Scheiße, dass es keine Karte gibt, weil ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Auf jeden Fall erstmal. Oh. Ein wildes Geodude. Was bringt denn da? Oh. Oh, ne. Tot. Magnitude. Weißt du was? Hat der eigentlich was gebracht gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm schon. Super effektiv. Oh, nee, nicht wieder Magnitude. Oh, Magnitude 8, willst du mich verarschen? Ist doch ein Witz. Ey, ist doch... Nicht aufregeln. Zack. Auf den Deckel. Und Mecki könnte man auch gut trainieren. Oh. 1100. Der Steine hat dann. Gut, dann bin ich also vorbeigekommen. Aua, oh, vorhin den Tisch gehauen gerade. Eine Potion. Nice. Komm her. Hey! Dann sneak up on me. Nerd. Oh nee. Ist das ein Witz? Stark gegen Elektros Gestein und Gesteine haben wir nicht. Ach so, Kampf ist auch gut gegen die, ja? Okay, gut. Zack, kriegt der einen auf den Deckel. Super effektiv, ja, Magnetmate, Magnetilo. Was kommt jetzt, der Magneton? Oh, Voltorbei. Monkey hat... Oh, Level 14. Hatsching. Na komm schon. Jetzt. Erster Schlag. Nö. Hier ist wieder so ein Kämpfer. So ein Kampf. Wie sieht man bei Skyfall? Guckt ihn an und. Dun, 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 dun. Mit Pokémon und Pikachu. Das ist ja. Und dann noch gegen Gesteins-Pokémon. Das wäre das Beste, was du machen kannst. Oh, ist nicht so effektiv. Super Sonic. Confused, bin ich jetzt verwirrt? Oh nee, fast selber verletzen. No, genau, noch die Attacke hinterher. Ah. Ist weit hier, ja. Kriegst eine Flamme ins hier, Nick. Tschu! Wisst ihr was? Jetzt haben wir zum Pokémon Center und dann heilen wir unsere Pokémon hier. Ein wildes Kleinstein. Schön. Diese Namen, ey, ich komme nicht auf die Namen klar. Geodude. Geodude. Was auch immer. Warte mal. Hier. Muss überlegen, was gerade da gegen Stein genug war. Ein wildes Paras. Ich glaube, da ist eine Flamme ganz gut, weil ist ja, glaube ich, ein Gesteinskäfer-Pokémon, ne? War doch irgendwie so. Ne. Wie ich Höhlen hasse. Wie ich Höhlen einfach hasse.
2 Millionen Wege. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Da oben geht's. Oh, da geht's. Oh, warte mal. Ach, wie kommt. Ach, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt gehen wir aus dem. Gehen wir erst auf den Nerv hier. Ich muss jetzt hier was erledigen, Freund. Gehen wir mal hier runter. So, 606 Erfahrungspunkte. Und mit Level 32 kriegt er dann als Entwicklung Glurak, war das nicht so? So, den Pokéball würde ich mir noch schnell holen hier. Oh, eine Escape Rope. Perfekt, siehst du? Man muss dafür kein Geld ausgeben. Kämpfen. Sollen wir jetzt empfangen? Empfangen oder selber entwickeln? Oh. Nee. Wir fangen uns den selber, würde ich sagen. Aber es ist übertrieben anstrengend. Jedes Pokémon selber zu fangen. Hä? Hat sich da irgendwas gerade getan bei dem? Achso, warte mal, würde ich den nicht gehen? Ja. Was? Okay. Okay, das ist jetzt wegen den Fossilien und sowas alles. Okay, da ist ein Darmweg und da ein Weg. Ich muss hier. Vielleicht finde ich am Internet eine Karte oder sowas, wo der Weg gezeichnet ist. Dann kann ich wenigstens rausgucken, wo ich lang muss. Oh, ein Garados. Hä, was ist denn jetzt hier los? Warum sind die alle auf einmal so noch am Live? Immer kurz vorm Tod, so weißt du? Aber ich werde definitiv nicht alle Pokémon auf Level 100 ziehen. Das ist. Ich versuche alle Pokémon zu fangen. Wenn ich alle Pokémon gefangen habe, hat sich das Let's Play hier für mich erledigt. Also wenn ich natürlich auch noch hier die vier Arena-Leiter da besiegt habe und sowas, ja, dann ist es dann halt für mich. Aber ich werde auf jeden Fall meine zwei größten Ziele, die Liga besiegen, also die alle Orden, alle Pokémon. Und den letzten Hauptkampf da, diese Ruhmeshalle-Kämpfe da. Wisst ihr, glaube ich, was ich meine, ne? Wo ihr gegen euren Rivalen am Schluss kämpfen müsst. Und das werde ich dann auch so machen. Alle Pokémon-Orden. Die 100 Pokémon. 721 waren es. Wo ich da jetzt schon Lust habe. Und die Ruhmeshalle. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauern soll. Ganz ehrlich. Ich meine. Leveln schön und wir müssen auch die ganzen Pokémon auch leveln. Und dann kommt noch dazu. Oh Gott, ey. Wir haben jetzt gesehen. 36. 36 haben wir gesehen. 21 bis. Was? Ne, sie auch. Was? Ey, in den ganzen Haufen sieht man auch keinen einzigen. Oh nee. Pipi! Ey, guck mal hier, Alter. Kriegst du Pipi ins Gesicht? Mit dir fertig bin. Ja, aber wir haben gerade mal 36 gesehen und 21 haben wir gefangen. Oh, das wird. Und wir sind schon bei Folge 11 müsste das jetzt. Ne, 11, 12, 13 glaube ich sein. Klapp, klapp, klapp. Das hat mir geklappt. Hey, bringt das nichts? Oh, meine Güte. Ich hab einen strikten Zeitplan. Mach's du mal bitte. Jetzt brennt der Alten die Mähne vom Kopf. Och, Mann, ich bin ja schon ganz rot verwund. Der
jetzt machen. Abflug. Claire Ferry. Brauchen wir so einen EP-Teiler. Mit so einer hohen Erfahrungsdinger ist jetzt schon echt ordentlich. Was du da kriegst, dann diesen EP-Teiler wäre super. Ey, kurz vorm Ausgang. Wirf mich da einfach einen Stein ab, Mann. Ich krieg hier noch. Ein Geode kriege ich noch. Geodude. So, Attack Miss. Schön, dass du ja kurz am Schluss immer der Ding immer noch lebt. Ist ja voll die Frechheit. So. Dun, 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 dun. Ja, natürlich will ich meine Pokémon heilen. Das war ich dann sonst hier. Oh, mal auf der rechten Seite. Sonst war es mal links. Have a nice morning. So, und damit erstmal wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Wie auch immer, wann ihr die Folge seht. Erstmal machen wir hier einen kleinen Cutty, weil der liebe Papi muss bald ins Betty. Nee, ich muss jetzt hier noch ein bisschen rennen, dann muss ich jetzt hier noch die Folgen alle schneiden. Da kommen auch die anderen Folgen von Ark und Alien Isolation und sowas, die ich auch noch schneiden muss und hochladen muss. Und, ja. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und lasst einfach mal einen Daumen da. Einen Daumen nach oben, bitte. Und, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann wieder. Tschüssikowski.